Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie an diesem schönen Abend aus der Hauptbücherei im Namen der Bücherei in der Stadt Wien begrüßen zu einer Diskussionsveranstaltung, einer Kooperation zwischen der Wiener Zeitung und Social City Wien. Und deren Geschäftsführer Emil Diaconu ich jetzt das Mikrofon übergebe. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen auch im Namen der Social City Wien zu einer weiteren Diskussionsveranstaltung zum Thema Einsamkeit. Für uns ist es sehr wichtig, dieses leider nach wie vor tabuisiertes gesellschaftliches Thema anzusprechen, öffentlichkeitswirksam zu machen und auch mit unterschiedlichen Experten und Expertinnen breit gefächert zu diskutieren. Wir sind auch sehr dankbar, dass wir diese wichtige Kooperation mit ein absolutes Qualitätsmedium wie der Wiener Zeitung gemeinsam veranstalten dürfen, weil wir uns mit dem Thema Einsamkeit und soziale Isolation seit 2018 auseinandersetzen. Wir haben natürlich, wie Sie sich vorstellen können, durch die Corona-Pandemie nochmal eine verschärftere Lage. Es ist so, dass wir heute interessante Diskutanten und Diskutantinnen haben und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Abend und eine spannende Diskussion. Danke sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Wiener Zeitung darf ich Sie heute sehr herzlich zu unserer neuesten Ausgabe der Diskussionsreihe Phänomen Einsamkeit begrüßen. Der besondere Dank gilt Herrn Magister Pöckl, dass wir hier in diesem wunderbaren Ort, der ja eine Kultur- und Bildungsgrundversorgungseinrichtung der Stadt Wien ist, sein dürfen. Das Thema ist heute der kulturphilosophische Ansatz in der Einsamkeit. Und wir haben sehr, sehr prominente Gäste bei unserem Podium, die sich verschiedenen Fragen stellen werden. Wie zum Beispiel, ist Einsamkeit eine Quelle des Glücks? Kann es das sein? Ist Einsamkeit wirklich in gute und schlechte Einsamkeit zu unterscheiden? Oder gibt es Orte, die dritten Orte der Einsamkeit, wo man alleine ist und doch nicht einsam, wie zum Beispiel in Hauptbüchereien wie hier oder der berühmten Wien-Bibliothek im Rathaus? Als Wiener Zeitung sind wir uns der gesellschaftspolitischen Verantwortung in Zeiten wie diesen sehr, sehr wohl bewusst. Wir sind digital und im klassischen Bereich für Sie da. Wir werden den Dialog in diesen schlimmen Zeiten suchen. Wir werden den Dialog fördern. Und eines kann ich Ihnen versprechen, wir werden gemeinsam mit der Social City Wien der Partner zum Thema Einsamkeit sein. Und wir werden der Einsamkeit eine Stimme geben. Wir sehen uns dazu verpflichtet, dass wir Einsamkeit nicht zulassen werden, für Sie da sind und jeden Tag über diese Thematiken berichten. Und Sie, wann immer Sie wollen, wenden Sie sich an uns, schreiben Sie uns, wir sind für Sie da. Ich darf nun das Mikrofon an den Chefredakteur der Wiener Zeitung, Dr. Walter Hämmerle, übergeben. Ja, vielen herzlichen Dank für die netten Worte. Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Ich habe das große Glück, nicht einsam an diesem Podium zu sitzen, sondern mit der wunderbaren Gesellschaft. Und ich darf vorstellen, Anita Eichinger, die Direktorin der Wien-Bibliothek im Rathaus. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ruth Matthäus-Bär, Professorin der Universität für angewandte Kunst am Zentrum Didaktik für Kunst und interdisziplinären Unterricht. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Und Cosima Sablatnik vom Youth Empowerment Participation. Herzlich willkommen. Einsamkeit ist ein Sehnsuchtsort, ein fast schon idealer Zustand, wo man ganz mit sich allein sein kann und sich mitunter in den Zustand versetzt, die Welt aus den Angeln zu heben. Einsamkeit ist aber auch ein Schicksal, dass man gegen seinen eigenen Willen erleiden kann, erleiden muss und woran Menschen elendiglich zugrunde gehen können. Und dann haben wir noch die ganz spezifische Einsamkeit, die wir in den vergangenen 2 Jahren erleben, durchleiden, manche auch vielleicht genießen konnten im Zuge der Pandemie von verordneten Lockdowns. Meine erste Frage ist eigentlich ein bisschen ein sehr persönlicher Zugang an Sie drei. Wie erleben Sie selbst das Phänomen Einsamkeit? Erleiden Sie es? Ist es für Sie ein ersehnter, seltener Glückszustand? Ist es ein öfterer Zustand? Ist es hell oder dunkel? Wie ist es, Anita Eichinger?
Also wenn ich von Einsamkeit als selbstgewählter Einsamkeit spreche und darauf antworten darf, dann ist es definitiv ein Zustand, den ich herbeisehne, gerade in Zeiten, wo man täglich mit 1000 E-Mails oder 1000 Sachen, die man machen muss, konfrontiert ist, ist es einfach ein Glück, mal auszusteigen und sich zurückziehen zu können, das eigene Ich und das Denken sozusagen Raum geben zu können. Und ich mache das sehr gern zum Beispiel, indem ich alleine auf einen Berg gehe. Aber Sie sind nicht einsam in einem unglücklichen Sinne? Also jetzt. Oder kennen Sie den Gedanken? Nicht, aber den Gedanken kenne ich selbstverständlich auch. Mhm. Das ist definitiv ein Zustand, der nicht schön ist, der sicher mit Trauer und Angst und auch Depression verbunden ist und der ein Zustand ist, und ich glaube, das ist in der Einleitung ganz gut gesagt worden, dass man dem auch Stimme geben muss, aber ein Zustand, wo wir als Gesellschaft gefordert sind, Leute in Einsamkeit auch da herauszuholen. Einer der perversesten Gedanken für mich persönlich ist Einsamkeit als Glück in der Jugend. Cosima Masaplatnik, wie ist Ihr persönlicher Zugang? Genau, also ich habe gemerkt, dass für mich das in den letzten 2 Jahren, dass sich das sehr stark geändert hat. Ich habe gemerkt, dass ich gerade sehr zwischen Einsamkeit und Alleinsein angefangen habe zu differenzieren, weil Alleinsein war etwas, was ich vor dieser Pandemie eigentlich sehr geschätzt habe. Und ich merke, dass das schon langsam zu einer Einsamkeit wird. Dementsprechend ist das jetzt eher für mich ein negativ belastetes Wort. Also es ist jetzt nichts mehr, was ich schätzen würde, ehrlich gesagt. Mhm. Und Matthias Bär, wie ist das in den künstlerischen Gefilden und für Sie als Persönlichkeit? Also zum Schaffen braucht man natürlich Einsamkeit, man braucht Muße, wo man sich konzentrieren kann, auf sich selbst gestellt ist, Gedanken spinnen kann. Da ist das ein sehr angenehmes Gefühl. Wenn man allerdings dazu gezwungen wird, so wie jetzt bei den Lockdown, glaube ich, ist es bei vielen so, dass die Verbundenheit fehlt. Also das ist, glaube ich, die Hauptsache, dieses Connectedness, dass man sich verbunden fühlt mit anderen. Und das ist jetzt, glaube ich, das, was sehr abhanden gekommen ist. Und ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob man in einer Partnerschaft lebt oder ob man ganz alleine irgendwo in einem Studentenheim die Zeit verbracht hat, jetzt in dieser Zeit noch niemanden kennenlernen konnte, zum Beispiel in Wien. Oder überhaupt älter ist und alleine ist, den Partner oder die Partnerin verloren hat und ja, auf sich selbst gestellt ist. Aber zum Beispiel auch als Frau, wenn ich Kinder alleine großziehe, also als Alleinerzieherin, bin ich auch sehr einsam, weil mit meinem Kind kann ich nicht die ganzen Geschichten teilen, die mich am Tag beschäftigen oder belasten. Und da bin ich auch besonders einsam. Und die Frauen, die jetzt beim Lockdown mit ihren Kindern alleine waren und nebenbei arbeiten mussten zu Hause, die waren, hat es auch besonders getroffen. Hm. Was mich interessiert ist, Sie haben das schon angesprochen, quasi Einsamkeit als Booster von Kreativität. Man muss einsam sein, um klar denken zu können. Es gibt auch quasi unzählige Beispiele in der Geistesgeschichte, wo Künstler, Kreative daraus Kraft und Energie geschöpft haben. Das ist Wittgenstein quasi mit seiner Holzhütte über dem Fjord in Norwegen. Von mir aus Archimedes in der Badewanne, wie er das Geheimnis der Dichte gelöst hat. Passt es noch in unsere Zeit, diese Inszenierung oder dieser Mythos von Einsamkeit, weil wir erleben quasi the wisdom of the crowd, das vernetzte Arbeiten, dass die Überzeugung eigentlich, dass nur organisierte Kreativität in heterogenen Gruppen quasi neues Wissen und neue Durchbrüche, gerade im geistigen Bereich, auch im kreativen Bereich, im künstlerischen Bereich schafft. Trifft da eine analoge Vorstellung auf eine ganz andere digitale Realität? Noch einmal, Frau Matthias Bär. Ja, digital könnte man ja theoretisch sagen, könnte man sich ja dennoch oder konnte man sich auch im Lockdown vernetzen. Da ist man sogar vernetzter als sonst vielleicht. Also das waren die Generationen davor. Die haben, also ich habe jetzt gerade anlässlich des Krieges zum Beispiel gelesen, C.G. Jung hat davon einen Traum gehabt von einem furchtbaren Krieg und hat dann am nächsten Tag in der Zeitung gelesen vom Ausbruch des Weltkriegs. Mhm. Also das ist die Verzögerung, die wir hatten, ja. Und jetzt habe ich durch die sozialen Medien habe ich ganz viel Kontakt miteinander. Ich kann Leute sofort gleichzeitig kontaktieren, informieren. Ob das mehr Connectedness gibt, das wage ich zu bezweifeln. Also das, glaube ich, gibt es nicht. Und ich glaube, dass wir sogar mehr Zeit
alleine brauchen. Also ich habe das zum Beispiel bemerkt, ich mache so ein Forschungsprojekt mit Menschen mit Demenz, und Menschen mit Demenz haben ein unglaubliches Gefühl für Präsenz. Die spüren jede Sekunde, die man nicht präsent ihnen Aufmerksamkeit gibt. Und da fällt einem auf, wie unfähig man ist. Wie unfähig man ist, jemand anderen die vollste Aufmerksamkeit zu geben. Und ich glaube, das könnte man auch nützen, diese Zeit jetzt vielleicht in diesem Übergang wieder zwischen digital und analog, dass man das übt, dass man das wertzuschätzen weiß, dass man jemanden vor sich sitzen hat, mit dem man sprechen kann, der einem die ganze Aufmerksamkeit schenkt. War das digitale Kommunizieren, Frau Sablatnik, für Sie ein Ersatz für Gemeinschaft, für das Erleben von Gemeinschaft, ein Rezept gegen eine negativ empfundene Einsamkeit? Also ich würde sagen, dass es jetzt nicht so stark aufgefallen ist, weil es einfach schon immer, also es war jetzt nicht der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt installiere ich mir irgendwelche Social-Media-Apps oder so. Es war eine Ergänzung auf jeden Fall, und ich will mir nicht ausmalen, wie es gewesen wäre, wenn wir das nicht gehabt haben, hätten. Aber ich finde es trotzdem immer ein bisschen kritisch, weil nur weil wir quasi eine Mediengeneration sind, heißt es nicht, dass wir nicht genauso echten Kontakt quasi brauchen. Es gibt so Mythen, die das belegen sollen oder beweisen wollen. Genau, aber ja, vor allem deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig, weil ich das Gefühl habe, das wird da runtergebrochen, dass wir dann vielleicht, ich meine, man sieht eh, dass wir jetzt genug Probleme aus diesen 2 Jahren mittragen quasi, aber ich habe das Gefühl, gerade am Anfang war das ein bisschen so, dass das runtergebrochen wurde darauf, dass das für uns quasi eh nichts Neues ist oder dass quasi wir eh nur im Internet unsere Freunde haben oder so. Mhm. Und so ist es halt überhaupt nicht, zumindest in meinem Fall nicht. Genau, deswegen vielleicht eine nette Ergänzung, aber trotzdem auf keinen Fall irgendein Ersatz. Mhm. Wie ist das, das Bild, das die Literatur von Einsamkeit zeichnet? Ich kann mir kaum, neben der Liebe und dem Tod ist wahrscheinlich die Einsamkeit das dritte der großen Themen der Weltliteratur, zieht sich durch die Popkultur, die klassische Literatur. Warum, was fasziniert die Menschen, gerade den Künstler, an diesem Phänomen? Ist es selbst Mitleid? Weil mitunter ist ja gerade auch die Produktion von Kunst eine Aufarbeitung und Abarbeitung am eigenen Elend. Also was fasziniert sozusagen die Literatinnen und auch die Philosophinnen an der Einsamkeit? Ich glaube, es ist, also der Ausgangspunkt ist, dass Denken nur in der Einsamkeit stattfinden kann. Und das ist eine Prämisse, die von Philosophinnen und auch von vielen Literatinnen einfach geteilt wird. Wenn man sagen, was fasziniert sie in der Literatur, warum ist das etwas Spannendes? Es ist ein Zustand, Einsamkeit ist ein Zustand, den jeder Mensch kennt. Es ist sowas wie eine anthropologische Konstante. Jeder weiß, was Einsamkeit ist. Man hat eine Verbindung damit. Warum dass eigentlich? Weil wir sind ja ein klassisches Herden- und Gruppentier. Eigentlich die Sippe in der Steppe, die das Gehen auf zwei Füßen gelernt hat, und danach Stammesgesellschaft, ist eigentlich die Abwesenheit von Einsamkeit das, die Stabilität oder das beständig hier Seiende. Weil sozusagen die Selbstreflexion dem Menschen immanent ist, würde ich jetzt einfach als banale Antwort auf diese Frage sagen. Der Mensch sozusagen, das Bewusstsein des Menschen braucht, um sich zu bilden, ein Gegenüber. Also wir lernen uns als bewusste Menschen dann kennen, wenn wir ein Vis-à-vis haben, und wir lernen uns deshalb als bewusste Menschen kennen, weil wir Sprache teilen. Ohne Sprache hätten wir kein Selbstbewusstsein. Und in dieser Diskrepanz sozusagen uns selbst als Ich zu erfahren, auf der einen Seite zu wissen, dass es zwischen mir und Ihnen einen Abgrund gibt, den wir quasi rudimentär mit Sprache überbrücken können, indem wir davon ausgehen, dass Sie mich genauso verstehen, wie ich es sage, und vice versa. Enthebt uns aber nicht, genau, dass das tatsächlich so ist, glaube ich. Ja. Und dieses sozusagen, das ist eine Erkenntnis, die jeder Mensch in sich trägt. Deshalb diese anthropologische Konstante, und Bertrand Russell hat da irgendwie ein wahnsinnig schönes Bild dafür gezeichnet, dass er sagt, das ist natürlich etwas, was uns als Menschen in die Depression, in die Furcht, in die Angst stößt, dieses auf sich alleine geworfen sein, zu wissen, dass sozusagen dass die Geburt alleine und der Tod alleine erlebt wird und dazwischen ist das Leben. Aber wir wissen auch, oder jeder Einzelne von uns hier sitzend weiß, Sie teilen das auch, diese Erkenntnis. Und das verbindet uns wieder. Und warum ist es in der Literatur
ein Topos, der sozusagen zieht, wenn man so sagt, und viele beschäftigt. Ich glaube, das rührt daher, dass wir das alle kennen. So wie wir Liebe als Menschen teilen, teilen wir das Gefühl der Einsamkeit. Und es ist definitiv für alle ein Prozess der Produktivität. Literatinnen, Philosophinnen. Gerhard Roth hat unlängst verstorben, hat sehr schön gesagt bei einem Ö1-Interview, das im Zuge seines Todes auf Ö1 noch zu hören war. Er liebt sozusagen die Außenwelt genauso wie die innere Welt in diesem Rückzug. Und das ist einfach, was Literatinnen auszeichnet, dieser Rückzug und diese Kreativität, die dann in diesem Rückzug, in dieser Einsamkeit, in diesem Denken entsteht. Als Job vom Moderator ist es ja ein bisschen da gegen den Strich zu bürsten und Advocatus Diaboli zu spielen. Frau Matthäus Bär, hat es nicht auch etwas mit der Angst und der Skepsis der Intellektuellen vor der Masse zu tun, vor der Macht der Masse, sich abzugrenzen vor den scheinbar Ungebildeten, die gar nicht groß über Einsamkeit und Denken reflektieren, sondern einfach Gemeinschaft ausleben und quasi diese Grundskepsis, wie es auch Elias Canetti in Masse und Macht beschrieben hat, das etwas zur Stilisierung und zur Selbststilisierung des Intellektuellen als einsamen Denker beigetragen hat oder eigentlich konstitutiv ist. Also ich glaube, die Angst ist auch wiederum allen Menschen innewohnend. Die Angst vor der Masse, die Angst vor der Gemeinschaft. Die Angst vor der Gemeinschaft oder das Bedürfnis. Misstrauen ist vielleicht der bessere Begriff. Misstrauen oder Bedürfnis der Abgrenzung, ja, aber für Künstler und Künstlerinnen ist auch, wenn sie die Zeit für sich alleine nützen, ist es dann doch wieder wichtig, in Response zu gehen mit der Gesellschaft und die Arbeiten zu zeigen und da wieder in einen Dialog zu treten. Das ist der Punkt. Diese sozusagen Werke, die entstehen literarisch, künstlerisch, entstehen in der Einsamkeit, aber sie entstehen natürlich für ein Publikum. Ne? Also das ist der Punkt. Ja? Also man schreibt ja nicht für sich, ja? Man schreibt ja, damit man gelesen wird, wage ich jetzt mal zu behaupten. Ja? Es kommt vielleicht auf die Dauer an. Also zum Beispiel, ich glaube, diese Lockdowns jetzt und diese Einsamkeit, die dadurch entstanden ist, die hat schon noch was anderes ausgelöst. Und zwar vor allem, das, was gefehlt hat, war die Berührung. Und ich habe das unglaublich spannend gefunden, Martin Grunwald, der sich ja sehr mit Haptik und Berührung beschäftigt hat. Und in der Kunst sind ja die Sinne besonders wichtig, darüber nachzudenken. Aber wir alle kennen das. Also wenn es die Berührung nicht gibt, das macht wirklich große Probleme. Also die Berührung ist essentiell. Also da kann es richtig Mangelerscheinungen geben. Also man kann erkranken, wenn man zu wenig berührt wird. Weil's eingangs, gibt es gute oder schlechte sozusagen Einsamkeit? Die Pandemie haben wir eher sozusagen als aufoktroyierte schlechte Einsamkeit erlebt. Ja? Natürlich haben wir sicher während dieser Pandemie auch Räume gefunden, wo man sagt, okay, Einsamkeit ist auch ein Zustand. Gerade am Anfang, im ersten Lockdown, kann ich mich erinnern, dass ich mir gedacht habe, schön mal keine Abendtermine zu haben und zu Hause sein zu können. Das war ein Zustand, der mir gar nicht ganz unrecht war. Aber es hat halt dann zu lange gedauert. Ne? Aber es ist ein Zustand gewesen, der uns aufoktroyiert, den wir nicht selbst gewählt haben. Diese nicht selbst gewählte Einsamkeit ist das, was wir Menschen, glaube ich, als eher mit Angst verbunden und mit Depressionen und sozusagen mit Dunkel verbinden. Man begegnet sich selber zu viel. Also bei Blaise Pascal ist es ja so, dass er sagt, wir sind unfähig, in einem Raum alleine zu sein. Also der sagt ja im Prinzip, ich sage auch, dass das die meisten Probleme der Menschheit verursacht, dass wir es nicht können, uns allein im Raum zu sein. Ich glaube tatsächlich aber, dass es auch für viele Menschen ein Problem ist. Und ich glaube zum Beispiel, um auch Beziehungen leben zu können, muss man auch allein sein können. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Beziehungsebene gehen. Ja? Also wir leben in der größten Stadt Österreichs mit fast schon 2 Millionen Einwohnern. Wo geht man in einer Stadt wie Wien hin, wenn man einsam sein will? Wo geht man als junger Mensch in der Stadt hin, wenn man nicht am Gürtel rumstrabanzen will? Ich glaube, das ist weniger ein Ort als einfach eine Einstellung oder halt einfach ein Mindset, was man sich aufbaut. Also ich würde mir Kopfhörer aufsetzen und rausgehen. So. Um halt mit mir selbst zu sein. Das wäre jetzt wieder das, dass ich das auch als mit mir selbst quasi identifiziere. Und manchmal ist das halt einfach ein bisschen zu viel. Und 2 Jahre durchgehend ist halt ein bisschen zu viel vielleicht. Und auch noch auf das mit den Künsten zurückzukommen. Das finde ich recht interessant, weil ich habe gemerkt, dass, ich meine, wir sind eine Leistungsgesellschaft und ich glaube,
dass bei sehr vielen Leuten ein sehr hoher Druck entstanden ist, durch diese viele Zeit, die man hatte, irgendeine Kunst quasi zu kreieren. Egal was es ist, einem Hobby extrem stark nachzugehen oder irgendein neues Hobby aufzufassen oder so. Und das finde ich dann wieder sehr, sehr problematisch, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Alleinsein oder dieses Einsamsein, dieses mal nichts tun oder mal am Abend einfach nur zu Hause sein und so, das war halt für die ersten paar Wochen ganz okay. Aber gerade durch Social Media auch haben Leute einfach gesehen, dass andere Leute einfach viel mehr machen als sie. Und ich glaube, da ist ein enormer Druck auch bei manchen Leuten, gerade bei jungen Leuten vielleicht auch, die halt gerade noch im Werden sind und die sich nicht so viel vergleichen sollten vielleicht, entstanden. Und genau, deswegen glaube ich, ist das auch ein bisschen schwer, das so pauschal zu sagen. Nur dazu, weil es gerade wirklich gut passt, Albert Einstein hat gesagt, ich lebe in jener Einsamkeit, die peinvoll ist in der Jugend, aber köstlich in den Jahren der Reife. Darum soll jetzt gar nicht meine nächste Frage anschließen, sondern Sie haben gesagt, Sie setzen Kopfhörer auf und spazieren durch die Stadt. Wie ich noch junger war und Kopfhörer aufgehört habe, war Einsamkeit eines der ständig wiederkehrenden Themen in der Popmusik. Ich habe ein bisschen den Draht zu der aktuellen Musik verloren. Ist Einsamkeit ein Thema, ein wiederkehrendes Thema in der Musik, die heute junge Leute anspricht, außer sie hören Oldies? Ich meine, ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich nicht die beste Zielgruppe dafür. Also ich weiß auch nicht, was gerade so angesagt ist. Aber das ist erschütternd. Tatsächlich, ja. Ich glaube, es wurde jetzt gerade in den letzten paar Jahren wieder stärker aufgegriffen. Aber das ist halt, glaube ich, wegen Geld und nicht wegen der eigenen Interesse. Also kann ich dazu nicht wirklich viel sagen. Ich glaube schon, dass sich so eine Kunst wie die Musik schon immer mehr an der Selbstreflexion orientiert, weil das einfach etwas geworden ist, womit wir uns alle mehr oder weniger auseinandersetzen oder auseinandersetzen sollten. Genau, und ich glaube, diese zwei Jahre oder wie lange auch immer, kann man jetzt nicht aus dem Leben löschen. Das heißt, ich kann mir schon stark vorstellen, dass das auf jeden Fall eines der Grundthemen werden könnte oder vielleicht schon ist. Glauben Sie, dass Sie quasi auf einige Zeit, wahrscheinlich nicht für immer und ewig, quasi vom Bedürfnis nach Einsamkeit in einem produktiven, nicht tragischen oder nicht quasi erleidenden Sinne geheilt sind, dass sie das Gefühl sicher die nächsten Jahre nicht mehr haben wollen und nicht mehr suchen werden? Ja, ich glaube, dass, also ich kann mir gut vorstellen, oder das ist meine Utopie mehr oder weniger, weil ich es mir einfach anders gar nicht vorstellen will, dass sich einfach alles ein bisschen mehr nach hinten versetzt. Also ich bin jetzt Anfang 20 und wenn ich mir jetzt vorstelle, was Generation vor mir mit Anfang 20 gemacht haben und was ich jetzt mache, da sehe ich schon, okay, das hätte ich vielleicht die letzten zwei Jahre gemacht oder machen sollen oder was auch immer. Und das ist meine Vorstellung, dass dieser Findungsprozess, der genau jetzt passieren sollte und genau in meiner Generation jetzt halt genau auf das zugetroffen ist, sich einfach hoffentlich nach hinten bewegt und dass auch dieser Leistungsdruck einfach weg ist, dass man in den 20er Jahren einfach herausfinden muss, was man für den Rest seines Lebens macht, um glücklich zu werden. Genau, also ich hoffe, dass es einfach in der Gesellschaft ein bisschen die Augen aufgemacht hat, dass jetzt einfach jeder ein bisschen genug davon hat und einfach wieder ein bisschen jünger vielleicht erscheinen will. Meiden Sie Künstlerbiografien in diesem Sinne? Weil Mozart hat quasi in den 10 Jahren und knapp schon fertige Opern studiert. Alexander der Große, kein Künstler, hat die bekannte Welt erobert gehabt. Also bei dem, wenn Sie keinen Druck wollen, ja, lesen Sie keine Künstlerbiografien von frühreifen jungen Menschen, die Welt tatsächlich aus den Angeln heben in unfassbar jungen Jahren. Heikles Thema, ich will es aber trotzdem diskutieren. Empfinden Männer und Frauen Einsamkeit anders, Frau Matthäus-Bär? Ich glaube sicher. Also ich, als Beispiel. Wie? Naja, ich habe vorher schon angesprochen, also ich glaube, wenn Frauen Alleinerzieherinnen sind, dann haben sie keine andere Wahl. Die sind in die Einsamkeit gezwungen zum Beispiel. Und das kennen Männer nicht. Die Männer gehen aus, die haben ihre Freiheiten, die haben da ganz viele Möglichkeiten. Eine Frau, wenn sie ein Kind oder mehrere Kinder alleinerzieht, ist sie, auch aufgrund der finanziellen und der sozialen Lage, in der sie vielleicht ist, oder sind sehr viele Frauen, hat nicht die Möglichkeit, auszugehen, wegzugehen, andere Menschen zu treffen. Die ist mit sich alleine. Und das sind die Umstände, ja, der Rahmen und quasi das Sein. Aber vom Zugang her ist
Da könnte, weiß ich nicht, das ist jetzt hypothetisch, also das glaube ich ist sehr individuell, wie Menschen mit diesen Gefühlen umgehen lernen. Das würde ich mich jetzt nicht trauen zu sagen. Also ich glaube, da geht es eher um die Rahmenbedingungen und die Konditionen und ansonsten glaube ich, ist das bei jedem Menschen unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt Menschen, die sich von einer Beziehung zur nächsten flüchten oder gleich mehrere Beziehungen gleichzeitig brauchen, weil sie Angst haben, allein zu sein. Ja? Und es gibt Menschen, die sagen, ich brauche Zeit zur Reflexion, ich mache Pausen zwischen Beziehungen, zum Beispiel, ja, oder es ist jetzt einfach keine Beziehung und das ist auch gut. Da gibt es die mannigfaltigsten Beispiele, wie Menschen das leben. Also ich glaube nicht, dass man da einen Kamm über alle scheren kann. Das ist wirklich ganz individuell. Ich frage deswegen, weil irgendwie fällt mir auf, dass Männer das Gefühl des Verlassenwerdens quasi geschafft haben, zu einer eigenen Musikrichtung zu stilisieren. Der Blues, der Blues mit den existenziellen Worten My baby, she left me. Das ist auch beim Sax. Beim Country im Wiener Lied. Quasi sind Männer besonders... Also bemitleiden sich besonders stark und schöpfen daraus dann auch einen kreativen Prozess. Oder wie ist das? Sie haben jetzt als Mann die Antwort gegeben. Nein, also ich glaube, also ich würde mich da anschließen, also da eine Antwort zu wagen, ob es einen Geschlechterunterschied gibt, weiß ich nicht. Ja, aber wir haben auch die Frauen sozusagen, die in der Musikgeschichte Blues irgendwie machen und wir haben Virginia Woolf sozusagen, die irgendwie die Themen genauso wie die Männer thematisiert haben. Also um es auf ein bisschen Empirie, weil da fühle ich mich zu unsicher und da möchte ich irgendwie keine Aussage tätigen. Was einfach eine Tatsache ist, dass Frauen die Einsamkeit in der Pandemie, und da gibt es Studien dazu, stärker erlebt haben. Also Frauen sind tendenziell einsamer als Männer und das ist ja, und warum sie das sind, beantwortet, glaube ich, niemand, weil Frauen eigentlich diejenigen sind, die mehr sozusagen sich auch um soziale Kontakte prinzipiell bemühen als Männer. Längere Freundschaften haben, mehr Freundschaften haben, nicht nur irgendwie einen, zwei oder drei. Männer sozusagen haben tendenziell den Charakterzug, Freundschaften früh irgendwie zu etablieren. Und wenn einer wegbricht, dann bricht einer weg, aber man nimmt keine neuen auf. Ich meine, das ist jetzt alles irgendwie sehr sozusagen bildlich und holzschnittartig gesprochen. Aber Frauen erleben Einsamkeit stärker als Männer. Und eine banale Antwort darauf ist, dass Frauen einfach andere soziale Bedürfnisse haben als Männer. Ja, das beantwortet jetzt nicht Ihre Frage, aber es ist ein Versuch, eine empirische Tatsache mit einer Antwort zu versehen. Ich könnte das nicht so sagen. Also ich glaube, dass es eher von diesen Rahmenbedingungen abhängt. Also zum Beispiel eben, wenn ich als Frau Kind oder Kinder großziehe, dann bin ich alleine, weil ich am Abend alleine bin, wo ich von der Arbeit nach Hause komme. Ich habe dann die Kinder Essen gemacht und so weiter und dann bin ich allein und ich habe kein Gegenüber, mit dem ich mich austauschen kann über den Tag mitunter, ja? Weil die anderen haben auch ihre Beziehungen, die haben dann Abendessen, die haben ihre Partner. Wenn eine Frau allein ist, kann sie sich schwer mit jemandem austauschen. Ja, es kann ein Glück sein, wenn man viele andere Frauen kennt, die auch allein sind, das ist das Erste. Und das Zweite ist, was machen dann die Frauen? Die Frauen sind auch diejenigen, die am meisten in der Pflege dann sich um ihre Eltern kümmern und auch um die Schwiegereltern kümmern und dann sind sie wieder allein. Ja, sie sind dann wieder alleine, weil sie sich um die kümmern. Sie haben dann überhaupt keine eigene Zeit mehr. Also sozusagen diese Einsamkeit, diese angenehme, diese ausgesuchte Einsamkeit, die haben sie dann auch nicht. Sondern sie haben die Lage, dass sie eigentlich permanent sich um andere Menschen kümmern müssen und für sich keine Zeit haben und nicht einmal so viel Atem holen können, um jetzt in Austausch mit jemandem Zweiten zu gehen. Das ist für mich die Rahmenbedingung. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass Frauen und Männer grundsätzlich mehr oder weniger Einsamkeit empfinden. Also ich finde das eigentlich nicht lustig, diese Lieder. Ich kenne das so von Südamerika, diese Männer, die sich verlassen fühlen und so traurig sind. Also ich singe da gerne lautstark mit. Ich finde das sehr lustig. Also ich bin da vielleicht so unempathisch. Ja, da bin ich unempathisch, weil Frauen kennen das auch sehr gut, verlassen zu werden. Ich glaube, das kennen beide oder alle Geschlechter, muss man sagen, kennen das, verlassen zu werden. Also das ist für mich jetzt kein Gender-Thema. Sie haben vorher ein paar Mal genickt, Frau Sablatnik.
Ja, ich glaube auch einfach, dass es eine Rolle ist, die halt von der Gesellschaft aufgelegt wird. Also es hat auf jeden Fall nichts mit dem Geschlecht, dem biologischen Geschlecht zu tun. Ich weiß nicht, ob ich Frauen oder Männer das anders wahrnehmen, jetzt aus neurologischer Sicht. Aber ich glaube, dass Frauen einfach sehr schnell, also ich kann mir vorstellen, dass das Gesellschaftsbild Frauen sehr oft, dass sie sehr schnell quasi Entscheidungen treffen müssen, genau wegen so Sachen. Frauen sind diejenigen, die halt die Entscheidung der Kinder nicht, dann das Kind, dann eben, da sie einfach sehr viel mehr soziale Berufe haben und so etwas. Also ich glaube, wenn Frauen Einsamkeit wahrnehmen, dann einfach stärker. Ich kenne nur meine Perspektive, aber genau, aber ich glaube, das ist einfach ein Gesellschaftsrollenbild, was Frauen quasi aufgezwungen wurde, in der Einsamkeit alleine zu sein. Ja, mhm. Martin Grunwald zum Beispiel, der hat gesagt, dass hat zum Beispiel gesagt, der Haptikforscher aus Leipzig, der hat zum Beispiel festgestellt, dass man im Prinzip die Überbrückung der Einsamkeit durch Berührung, dass man das aufrufen kann, also dass jeder Mensch da eine eigene Erfahrung hat. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, wie ich berührt wurde in meiner Kindheit. Ich denke mal, wenn ein Kind zum Beispiel in einem Waisenhaus aufwächst, hat ein Kind wahrscheinlich praktisch kaum Berührungen. Ja? Und das ist dann auch das, was man sozusagen gewohnt ist und verlangt. Also insofern glaube ich wirklich, dass es individuell ist. Ja? Dass, also wenn ich viel berührt wäre als Kind, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, wo man sich ganz viel berührt, der sagt doch, es gibt so Vorteile gegenüber bestimmten Kulturen, die sich zum Beispiel nicht berühren oder nicht die Hand geben, dass die ganz anders die Körperlichkeit leben. Also die berühren sich ganz viel, aber anders. Das ist einfach ein ganz anderes Ritual in einem anderen Kontext, der uns eben einfach nur nicht bekannt ist. Ja? Und darum glaube ich eben wirklich, dass das sehr individuell ist. Und der hat dazu geforscht. Reflektieren Sie das Thema, über das wir jetzt sprechen, quasi als Universitätslehrerin? Ja, natürlich. Ich habe sogar ein Projekt eingereicht dazu. Schreiben Sie es kurz. Das Projekt, das ich eingereicht habe? Ja? Mit einem Team, ja, mit einem sehr interessanten Team. Beim Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds. Da ging es um Public Health. Und das war ein Thema, wo ich mir gedacht habe, über dieses Thema möchte ich jetzt forschen. Das interessiert mich. Mich interessiert, wie junge Menschen und wie alte Menschen und wie Frauen, wie es ihnen geht mit der Einsamkeit und was sie brauchen und ob man nicht ein intergenerationelles Bedürfnis feststellen kann, dass man diesen bestimmten Gruppen zur Verfügung stellt oder wie man neue Wege schaffen kann, da Bedürfnisse zu stillen. Und wie das gemacht wird, eben mit künstlerischen Medien, also die Kunst ist ja sehr, sehr sinnlich betont, möchte Dinge herausfinden, findet Dinge anders heraus als in klassischen Formen. Ja? Also kann Dinge herausfinden, indem künstlerische Arbeiten entstehen, indem Texte entstehen, wie man sich fühlt. Und dadurch kann man dann auch viel seismografisch ablesen, wie man dann Dinge in einen besseren Zustand führen kann. Also ich glaube, gerade Kunst, also gibt es einen ganz tollen Autor, der Sean McNiff, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, der hat geschrieben, Art as Medicine and Art Heals. Und der hat schon ganz früh festgestellt, dass durch die künstlerischen Medien, und es gibt ja auch dieses mit diesem Personal Prescribing jetzt, die Idee, dass man nicht nur rein medizinische Lösungen findet für Menschen, die ein Problem haben, sondern auch ganz andere einfach einmal herausfinden möchte, was fehlt, was hätten denn diese Leute gerne? Mhm. Sehr spannend. Aber der Zugang zu Kunst hat ja quasi eine zumindest im Generellen, eine gewisse Einstiegshürde. Und die wird oft über Bildung, soziale Prägung definiert. Ist der Faktor Bildung entscheidend für den Umgang mit Einsamkeit, Anita Eichinger? Ich glaube schon, dass der Faktor Bildung entscheidend ist, weil die Einsamkeit etwas ist, was mit dem Vermögen, sich selbst zu reflektieren und auch ein abstraktes Vermögen mit einschließt und das ein gewisses Bildungsniveau voraussetzt. Wenn man sich, also jetzt das eher kulturphilosophisch oder philosophisch betrachtet, dann gibt es ja ganz viele Philosophinnen, die auch behaupten, immer Nietzsche in erster Reihe sozusagen, der sagt, dass Einsamkeit natürlich etwas ist, was ein gewisses Maß an Intelligenz auch voraussetzt. Ja, jetzt muss man dem nicht zustimmen, aber es geht in diese Fährte von, es braucht ein gewisses Maß an Intelligenz, das ist vielleicht übertrieben, dem würde ich auch in dieser Form Nietzsche nicht zustimmen, aber dieses Vermögen, sich selbst zu reflektieren,
auszuhalten, einsam zu sein und einmal zu denken, ist schon etwas, wofür es ein gewisses Maß an Bildung braucht, definitiv, ja. Frau Blattnick, haben Sie das Gefühl, unser Bildungssystem hat Sie gut oder auch nur halbwegs erträglich auf die Erfahrungen mit der Pandemie vorbereitet, mit dem Umgang mit diesem Schock, den natürlich niemand niemand antizipiert hat, ehrlicherweise? Ich würde eigentlich sagen, gar nicht. Ich meine, ich habe es mir auch nicht leichter gemacht. Ich habe genau am Anfang der Pandemie dann mit dem Philosophiestudium angefangen. Also, glaube ich, wurde ich dann auch mal ins kalte Wasser gehaut. Sie sind also auch im vierten Semester und hatten noch nie Ihre Studienkollegen kennengelernt. Genau, einmal in der Uni gewesen. Ja, genau, aber ich würde schon, also ich meine nicht, dass mich das System bis jetzt darauf vorbereitet hat. Ich würde mich anschließen, dass es etwas mit Intelligenz zu tun hat, weil es was mit Selbstreflexion zu tun hat und das ist meiner Meinung nach Intelligenz. Und ich muss sowas lernen. Intelligenz hat man ja in der Regel. Selbstreflexion ist etwas, was man tut. Also kann man das lernen? Oder ist es Schicksal? Ich meine, ich glaube schon, dass ein bisschen Charakter dazugehört, aber gerade als junger Mensch ist man schon sehr davon geprägt, wer einen einfach über den Weg läuft und ob man einfach Glück hat, wen man in der Schule hat oder so. Dementsprechend ist Bildung auf jeden Fall da sehr wichtig und hängt sehr stark, glaube ich, damit zusammen, da einen angenehmeren Umgang damit zu schaffen. Ich kann mir aber vorstellen, dass bis jetzt da drauf noch nie so ein Fokus war, weil es davor, glaube ich, hat sich niemand darüber Gedanken gemacht. Das war halt ein Wenn, dann war es ein Tabuthema, würde ich sagen. Oder ein Thema, was vielleicht psychisch kranke Leute oder so mehr betrifft, aber auf jeden Fall keins, was in der Schule oder so betroffen, besprochen wird. Deswegen auf jeden Fall kein zentraler Punkt des Bildungssystems bis jetzt. Okay. Weil vorher der unvermeidliche Name Friedrich Nietzsche gefallen ist, der in seinem Also sprach Zarathustra, der schon fast ein ikonisches Bild entworfen hat vom Übermenschen, der auf dem Berggipfel sitzt und die Welt betrachtet und sich berauscht an seiner Einsamkeit, die ihn auch zu einem Allmächtigen, zu einem Alleskönner, zu einem Alleskönner Erfahrer, alles Wisser macht. Frau Matthias Bär. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Spannend. Sehr, sehr spannend, weil Nietzsche hatte genau in der Zeit der Lebensreform gelebt. Und die Lebensreformbewegung war eine unglaublich spannende, wichtige, die unglaublich viele philosophische Debatten ausgelöst hat. Ich sage allein nur der Dialog zwischen Kassierer und Heidegger, aber auch dann, was nachher passiert ist. Und ich glaube, da müssen wir sehr genau aufpassen, was nämlich diese überemotionalen Bewegungen, also damals ist entstanden FKK-Kultur, das Büchermüsli ist damals entstanden, das hat alles seine Gründe gehabt. Ja, also auch die Balmiumarmer. Bitte? Die Vorläufer der Balmiumarmer. Ja, oder Veganismus zum Beispiel. Ja. Also das war ein totaler Trend damals. Die Menschen sind zurück zur Natur, weil es eben sonst gegen TBC und Rachitis nichts gab. Das waren die damaligen Epidemien und dann waren die Menschen ja eigentlich intelligent und haben sich der Natur zugewandt. Und ich glaube, die Reflexion in der Natur ist unglaublich wichtig. Also ich glaube, das ist, also ich würde so sagen, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche Ruhe oder so, würde ich in die Natur gehen. Aber die Gefahr, die da besteht durch diese Überemotionalisierung, dass eben genau das sehr leicht passieren kann, nicht? Also die Trennung dann, die Überemotionalisierung in eine politische oder in die andere politische Richtung. Und das haben wir in der Lebensreform erlebt, als Reaktion eigentlich. Und das ist so etwas, was ich so behaupten würde, dass ich schon seit einigen Jahren spüre, dass sich da was zusammenbraut. Auch in unserer Gesellschaft. Also alles, was jetzt passiert ist, das war irgendwie jetzt schon. Aber hat es generell etwas mit Einsamkeit zu tun? Die Lebensreformbewegung, naja, man hat sich vor der Stadt zurückgezogen, man hat sich in die Natur zurückbezogen. Also das wird, also jetzt auch mit Corona oder Covid gab es auch viele, die gesagt haben, wir gehen eher aufs Land zurück. Oder Leute, die sagen, ich möchte diese Stadt mit den vielen Menschen, ist ja gesünder, wenn ich am Land bin. Ja. Das heißt ja auch, am Land gibt es Gemeinschaft, in der Stadt gibt es Menschen. Ja. Also eigentlich das Antidotum gegen Einsamkeit. Weil da
Da kommen die Leute auch unangemeldet ins Haus einfach, die Türen sind immer offen und man kann auch in einem riesigen Zinswohnhaus, Gemeindebau mit 10.000 Mitbewohnern quasi 2 Jahre allein in einer Wohnung tot liegen, ohne dass man jemandem abgeht. Also die ultimative Form von Einsamkeit. Innovative Wohnprojekte gerade in der Stadt Wien? Ja, schon. Aber ich wollte quasi das Land quasi als Synonym für den Ort der Einsamkeit konterkarieren. Als Vorarlberger ist das meine Pflicht. Ach so, naja. Ja, also ich kenne auch ein Dorf, in dem ich sehr oft und gerne bin und ich glaube, dass die Leute dort nicht einsam sind. Ich glaube, dass sie dort sehr viel Gemeinschaft haben, aber eine reduzierte Gemeinschaft und die ist sehr ausgewählt. Und ich glaube, man kommt ja als junger Mensch, glaubt man wahrscheinlich, oder ich habe das zumindest geglaubt, ja, muss ich sagen, ja, dass man viele Freunde haben muss und viele Freunde hat. Und in Wirklichkeit, je älter man wird, kommt man doch drauf, dass diese Freunde, die man wirklich hat, dass man die an den Händen abzählen kann. Und das ist so ein Geschenk eigentlich. Ja. Das ist in Wirklichkeit doch das Geschenk, dass wir wissen, ist, man hat viele Bekannte und man hat ein paar ausgewählte Freunde und das sind wirkliche Freunde und man hat diesen Druck oder diese Competition, die man in jeder Generation irgendwo da oder dort hat, das findet man dann heraus, dass das eigentlich nicht wesentlich ist. Also wir sind uns einig, dass quasi das Phänomen Einsamkeit nichts mit Stadt-Land-Differenz zu tun hat, oder doch? Sind wir uns einig, also... Also ich glaube, also was ich glaube halt, also Sie haben das eh gesagt, dass in die Natur gehen, gerade in der Pandemie und auch generell etwas ist, weil Sie als angenehm erleben. Es gibt dieses Waldbaden, ist jetzt sozusagen in aller Munde. Also das ist ein kreativer, schöner Prozess, wo man sich zurückzieht, wo man mit der Natur in einem ist und was sozusagen Einsamkeit fördert. Und was ich noch sagen wollte, es gibt natürlich in Wien tolle Wohnprojekte, aber was sich in Wien einfach in den letzten 5 oder 10 Jahren, fällt mir das auf, einfach massiv etabliert, sind diese ganzen Kretzelaktivitäten, die es einfach gibt. Also in jedem kleinen Besalpark und in jedem kleinen Kirchenfleckerl sozusagen entstehen gemeinsame Parks, man begrünt irgendwie sozusagen Flächen gemeinsam. Es gibt Backöfen, es gibt sozusagen Kretzelkultur, die sich mehr und mehr in der Stadt etabliert. Also als ich nach Wien gekommen bin in den 90er Jahren, war das überhaupt nicht der Fall. Also in den 90er Jahren habe ich Wien als eher sozusagen als Stadt, wo Einsamkeit schon verbreiteter ist, erlebt gegenüber dem Land. Aber ich glaube, da hat sich in der Stadt einfach viel an Entwicklung getan, um soziales Miteinander auch wieder zu fördern. Also für mich als junger Mensch war zum Beispiel Sonntag furchtbar. Sonntag war tote Hose in Wien. Also da war nichts, null. Mhm. Weggehen konnte man nicht, man hat niemanden getroffen, die ganze Stadt hat geschlafen. Also das war schrecklich. Aber ich glaube, es gibt vielleicht am Land gibt schon auch eine Einsamkeit und zwar durch diese großen Shopping-Center, die entstanden sind und eigentlich die Dörfer oder die Dorfzentren haben sich ja aufgelöst und dort haben sich aber vor allem die alten Menschen, die nicht so weit gehen können, so viel gehen können, die haben sich dort getroffen und dort miteinander geratscht und sich ausgetauscht. Oder man ist halt dann nach der Kirche ist man dann halt ins Wirtshaus gegangen. Und diese Kultur, die haben sich auch in den Dörfern, hat sich ja total aufgelöst. Das ist ja lauter Leerstand. Man fährt heute durch so kleine Ortschaften durch und das ist Leerstand neben Leerstand. Ja? Und da muss, glaube ich, irgendetwas kommen und ich glaube schon, dass es auch eine neue Art des Tourismus geben wird, wo Menschen eher die Einsamkeit suchen und nicht die schicke, tolle Stadt, wo man 100.000 Leute trifft, mit denen man sich vergleichen kann. Sie sprechen jetzt in der Zukunft. Ich finde es bemerkenswert. Wir haben eine Veranstaltung, die heißt Einsamkeit. Möglicherweise Quelle des Glücks oder sogar Ausrufezeichen. Und jetzt engagiert sich die Politik sehr, um Einsamkeit zu verhindern. Wir haben aber keine quasi Kurse oder Projekte, die Einsamkeit befördern, ermöglichen. Dabei reden wir jetzt darüber, wie wichtig Einsamkeit ist. Warum ist es so? Warum quasi unternimmt die Politik seit einigen Jahren sehr, sehr viel, um Einsamkeit quasi zu unterbinden, aber unternimmt nichts, um Einsamkeit zu ermöglichen, wenn es doch so ein Quell des Glücks sein könnte? Ich glaube, weil die Politik in den letzten Jahren
um die negativen Seiten von Einsamkeit bemüht war, um die sozusagen medizinischen Folgeerscheinungen, die mit Einsamkeit einhergehen, also die Krankheiten, Herzinfarkt steigt, irgendwie alles Mögliche, gibt irgendwie viel medizinische Forschung zu diesem Thema, wie sozusagen krankmachend Einsamkeit ist und dass die Politik den Fokus einfach darauf hatte und sicher Einsamkeit nicht als Quelle des Glücks, weil die letzten Jahre im Zentrum von Einsamkeit als Quelle des Unglücks und der Angst. Gedanke, ja, vielleicht ist ja. Quasi ein privilegierten Problem, also dass sich die Politik nicht um die Anliegen der wenigen, ohnehin gut gebildeten, wahrscheinlich besser mit Einkommen versorgten zu kümmern hat, sondern um die Anzahl der vielen, für die Einsamkeit ein Leid ist. Ich glaube, es ist eines, es gibt leider, in Österreich hat ein tolles Sozialsystem, also das ist fantastisch. Was leider fehlt, ist eine Präventionsmedizin. Und dieses Social Prescribing, das aus United Kingdom kommt, das setzt das eigentlich schon auch ein bisschen voraus, dass ich vorher eben etwas bekomme, was ich brauche. Also ich werde nicht gleich sozusagen medizinisch versorgt, da brauchst du einen Psychiater oder du brauchst, ich weiß jetzt nicht, das und das, das ist das eine. Und ich meine, Johannes Hitten, auch Bauhaus und Lebensreformbewegung, der hat das ja sehr wohl zum Beispiel gemacht. Er ist mit den Studierenden zum Beispiel meditieren gegangen. Allerdings hat er deswegen auch einen Konflikt mit dem Gropius bekommen und ist dann rausgeflogen, weil das war zu wenig. Aber ich weiß aber nicht, ob das sowas spannend wäre zum Beispiel für Sie. Im Sinne von Kursen der Einsamkeit. Begeisterung. Ich brauche jetzt nicht medizieren gehen mit meinem Professor, aber ich glaube auf jeden Fall auch, dass ich einfach nicht ganz in der Position bin, wegen dem, dass es ein privilegiertes Problem ist, darüber für alle Leute sprechen zu können. Und ja, ich glaube, es ist einfach etwas, was man vielleicht nicht so allgemeiner sagen kann, wie was man gegen Einsamkeit unternehmen kann, weil es ist meiner Meinung nach irgendwo vielleicht ein individuelles Problem, eben weil Kunst auch etwas sehr Individuelles ist. Und ich wüsste jetzt nicht, wie ich Einsamkeit bei anderen Leuten erschaffen könnte, also im positiven Sinne, dass die weiterkommen in ihrem Leben, aus meiner Perspektive. So. Anita Eichinger, meine Albtraumvorstellung von Einsamkeit ist, in einem vollbesetzten Restaurant allein an einem Tisch zu sitzen und mein Abendessen allein einzunehmen. Mhm. Oder quasi auf einer Party zu sein und ich kenne keinen Menschen. Und gleichzeitig kenne ich auch das beglückende Empfinden von Einsamkeit, quasi tatsächlich mit mir allein zu sein und zu schaffen. Und wie ist das? Was ist Ihre Albtraumvorstellung von Einsamkeit in einem negativen Sinne und was ist quasi darüber, was wir als Quelle des Glücks bezeichnen. Können Sie, und die Frage, dass Sie sich ein bisschen überlegen können, würde ich gerne an alle in Sie richten. Also das mit dem Restaurant und alleine essen kommt schon nahe meiner Horrorvorstellung auch irgendwie nahe. Also definitiv ist es etwas, die Horrorvorstellung von Einsamkeit ist, mich in einer Masse zu wissen. Und es ist relativ egal, ob das jetzt ein Restaurant oder irgendwie ein Konzert oder was auch immer ist, auf jeden Fall inmitten von einer Menge von Menschen alleine zu sein und sich einsam zu fühlen, das ist meine Horrorvorstellung. Jetzt muss ich aber noch nachfragen, warum wären Sie nicht Teil der Menge? Naja, warum werde ich nicht Teil der Menge? Wie bei einem Konzert quasi mitzugrölen und man wird quasi eins mit dem Nachbarn und den Nachbarinnen. Weil man einfach Phasen im Leben oder Zeiten im Leben hat, wo einem die Melancholie, die Depression, die Angst überfraut, übermannt, ja, und man dagegen nicht ankämpfen kann, weil man manches Mal einfach keine Handhabe, also ich keine Handhabe habe, um sozusagen Zustände, wo es mir nicht gut stand, der Bede sozusagen zu ändern. Also das, ich glaube, dass wenn man das könnte, dann wäre man sozusagen ewig glücklich. Das wäre ein schöner Zustand, möglicherweise. Auch das glaube ich nicht, dass das ein schöner Zustand ist, weil wenn man ein ewiges Glück hat, dann kennt man das Unglück nicht. Also weiß man gar nicht, dass es Glück ist. Wie schaut jetzt die Idealvorstellung aus? Die Idealvorstellung ist, also meine Idealvorstellung ist definitiv irgendwie mich alleine auf einem Berg mit einem Haufen Bücher wissend. Das ist die Idealvorstellung. Mit Hütte. Ja. Okay. Frau Matthias Bär.
Die Albtraumvorstellung? Albtraumvorstellung. Also ich habe mir kurz beschreiben, was Sie dabei empfinden. Ich habe mir zuerst überlegt, also Albtraum, ob ich überhaupt einen Albtraum hätte, weil ich mir gedacht habe, ich fühle mich sehr verbunden mit vielen Menschen und auch wenn ich sie nicht dauernd sehe, habe ich eine unglaubliche Verbundenheit. Auch mit Menschen, die Sie nicht kennen, also sprich Popkonzert, Demonstration, gemeinsam im Stau. Ja, auch da kann sowas, da gibt es die, finde ich, hervorragende Autorin Karen Barat, die das sehr schön beschreibt, nämlich Existenz ist keine individuelle Angelegenheit. Wir sind doch in Wirklichkeit alle miteinander verbunden. Wir sind nur nicht fähig, das zu fühlen und zu begreifen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen würden, das zu spüren, dann hätten wir auch einen ganz anderen Umgang mit jedem Thema. Dann ist es nicht, ich muss mich kümmern um den Baum, sondern der Baum ist ein Teil von mir. Und der Baum ist mit mir in einer Interaktion und aus diesem Grund gibt es ganz andere Kontexte. Und Horrorvorstellung ist an Einsamkeit. Ich habe eine Schwiegermutter gehabt, eine sehr liebe, die fast 104 Jahre alt geworden ist. Und sie war jetzt nicht einsam, weil sie auch uns gehabt hat, aber das, was, glaube ich, einsam gemacht hat, war, dass alle ihre Freunde schon gestorben waren. Und in dem Alter noch neue Leute kennenzulernen und dich niveauvoll austauschen zu können, ist oft schwierig, weil jeder in unterschiedlichen mentalen und physischen Zuständen ist, entweder nicht kommen kann oder nicht mehr folgen kann. Also ich glaube, das, also die Einsamkeit im Alter und ich glaube, das Wichtige ist, dass man doch eigentlich Menschen hat, die einen einfach einmal fragen, wie geht's dir? Und das ernst meinen, also nicht das englische How do you do, ja, also, sondern wirklich wissen wollen, wie geht's dir? Und die Wunschvorstellung, der Idealzustand an Einsamkeit? Der Idealzustand an Einsamkeit ist, alleine sein zu können und diese Connectedness, diese Verbundenheit zu wissen und eine Sicherheit zu haben. Also auch den Weg zurück aus der Einsamkeit mit Garantie dafür zu haben. Ja, oder das einfach zu spüren oder zu wissen, man ist verbunden. Es gibt Menschen, die, auch wenn man sie nicht sieht und nicht jeden Tag mit ihnen spricht, dass es die gibt und dass man mit denen verbunden ist und dass das für die genau gleich ist. Also ich weiß nicht, ob nicht das sie alle kennen. Es gibt auch Menschen, die wir kennen, die trifft man, die hat man vielleicht ein Jahr nicht gesehen und es ist so, wie wenn man sie gestern getroffen hätte. Und diese Menschen, die sind was ganz Besonderes. Und die gibt es aber hoffentlich in dem Leben von den meisten Menschen. Frau Salblatnik, die Albtraumvorstellung. Ja, also ich glaube, das wäre für mich eine sehr laute Vorstellung. Ich habe auch das Gefühl, dass ich finde es immer sehr schwierig, wenn man weiß, man hat zwar Leute um sich herum, das heißt, es gibt Leute, die eigentlich über dein Befinden Bescheid wissen sollten oder sich darum kümmern könnten oder einfach wo ein Interesse bestehen könnte quasi, wo du nicht sagen kannst, sehr gut, die kennen mich einfach nicht, aber dann ist halt niemand da quasi. Also ja, tatsächlich, in einer großen Masse sein, im schlimmsten Fall noch mit Leuten, die ich eigentlich kenne, wo ich eigentlich das Gefühl habe, dass die für mich da sein könnten oder so und dann genau das Gegenteil davon halt quasi erfahren. Mhm. Genau. Und der Gegensatz dazu wäre, glaube ich, einfach eine selbstbestimmte Einsamkeit. Also wenn ich mich persönlich dafür bereit fühle, die Zeit finde, mir aussuchen kann, womit ich diese Zeit verbringe, mit wem ich diese Zeit verbringe, aber auf jeden Fall halt mein freier Wille, diese Zeit beginnen zu wollen. Mhm. Darf ich Sie was fragen? Unbedingt. Wenn ich darauf nicht antworten muss. Ich bin ja nicht der Moderator. Aber wie würden Sie dann damit umgehen, wenn Sie dann am Abend in dem Restaurant sitzen und Sie sitzen alleine? Also bräuchten wir dann nicht vielleicht eher so Kurse, wie man mehr miteinander oder besser miteinander in Kontakt kommt? Ja, deswegen habe ich auch auf die große Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen hingewiesen. Ich glaube, dass es Frauen prinzipiell leichter fällt, weil sie angesprochen werden. Dem alleinstehenden Mann an der Bar passiert es nur in seltenen Glücksmomenten. Aber auch hier, aber offensichtlich auch hier. Na, ich weiß es wirklich nicht. Es ist nur quasi aus meiner Sicht
keine sehr angenehme Vorstellung. Und dann, witzigerweise, gibt es ja Rezepte dagegen. Es gibt immer mehr Lokale, die ganz große Tische in ihren Restaurants aufstellen, um die Menschen, weil sie offensichtlich mehrere solcher Kunden haben, und um quasi ein Gegenrezept zu machen, zwingen sie die Leute, an einen Tisch zu sitzen, quasi gemeinschaftserzwungen. Und das Paradoxe ist natürlich, oder nicht das Paradoxe, das kapitalistisch Sinnvolle ist natürlich, dass es den Menschen gefällt, quasi mit völlig unbekannten Menschen plötzlich Abend zu essen und neue Leute kennenzulernen. Und wer weiß, vielleicht entsteht ja dann auch was, eine Freundschaft, eine Beziehung oder einfach nur ein netter Abend. Also witzigerweise scheint das Phänomen meines persönlichen unliebsamen Einsamkeitsgefühls öfters vorhanden zu sein, sodass es fast schon marktwirtschaftliche Strategien dagegen gibt. Habe ich die Frage beantwortet? Noch nicht genau, wie Sie das lösen würden im Detail. Das ist eine indiskrete Frage. Entschuldigung. Nein, zum letzten Punkt unseres, finde ich, sehr interessanten Gesprächs. Die Organisation von solchen Gelegenheiten des Zusammenkommens und Gelegenheiten des Für-sich-Seins. Wenn Sie gesagt haben, Sie hatten eine Schwiegermutter, die sehr, sehr alt geworden ist, quasi das Glück hohen Alters und das Pech, quasi alle Begleiter verloren zu haben, glaube ich, wird es eine große Herausforderung sein, wie wir unser Zusammenleben gestalten. Und bis jetzt sind wir sehr stark darauf fokussiert, Gemeinschaft zu organisieren, aber nicht Einsamkeit zu sehen. Aber ich glaube, dass es gerade im fortgeschrittenen Alter von Pflegeheimen, wo man quasi auch die Intimität für sich allein zu sein verliert, wenn man Unterstützungshilfe auch bei der Intimpflege braucht, bei den kleinsten Alltäglichkeiten sich nicht mehr anziehen kann, duschen, baden etc. etc. Aber man trotzdem bei gesundem und wachem Geist ist, dieses völlige Abhängigkeitsgefühl und quasi das Fehlen jeglicher Einsamkeit mit sich selbst eine ganz große Tragödie sein kann. Wie würde eine kluge Stadtpolitik oder überhaupt Gemeinschaftspolitik, sei es am Land oder in der Stadt, solche Momente des Zusammenkommens und des Für-sich-Seins organisieren? Im Alter, in der Jugend, dazwischen? Und ist es nicht auch ein bisschen ein Armutszeugnis, dass wir dafür immer Politik brauchen und das nicht selbst autonom für uns spontan organisieren können, Zivilgesellschaft organisieren können? Also ich beginne mit der Frage nach, wie im Alter sozusagen würdevoll einsam zu sein und trotzdem auch Gemeinschaft zu haben, weil in Kenntnis sozusagen von den Altersheimen, die wir halt haben, egal jetzt ob in der Stadt oder am Land, empfinde ich die meistens als Tragödie, weil dort einfach Leute gepflegt werden, aber es keinen sozialen Zusammenhalt gibt und alte Menschen mit sich alleine gelassen werden. Und also eine naive Vorstellung von mir ist immer, dass wir uns im Alter zusammentun und eine Alters-WG gründen und hoffentlich ein paar junge Menschen irgendwie auch sozusagen in dieser Wohngemeinschaft haben. Also die dieses Generationen. Zuletzt. Darf ich aber dazu anmerken? Das Generationenwohnen, es gibt ja ein paar sozusagen Wohnprojekte in Wien. Ne? Also nein, die Hoffnung stirbt zuletzt, das stimmt, weil alles andere würde mich sehr traurig machen. Aber es gibt Generationen Wohnprojekte in der Stadt Wien, die, glaube ich, ganz gut funktionieren. Es gibt zu wenige davon, aber das ist definitiv ein Modell, dass man sagt, ältere Menschen und alte Menschen leben mit jungen und sehr jungen Menschen gemeinsam in einem Haus, ja, also und haben sozusagen Sozialräume, die sie auch teilen, und man macht auch Angebote in diesem Haus, um sozial zusammenzukommen. Ich glaube, das Wichtige ist ganz einfach, dass man im Alter, und das ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, und sie an die Politik zu delegieren, ist eine Möglichkeit, aber die Politik wird das
nicht lösen. Also wie geht man sozusagen mit der zunehmenden, sozusagen mit dem zunehmenden, wie heißt das, Veralterung, nein, der Gesellschaft um, ja. Und die Menschen werden älter, es stirbt meistens der Partner, die Frauen leben dann in der Regel länger, also da gibt es ja Statistiken dazu. Und das wird ja als großer Bruch sozusagen in der Lebensbiografie immer erlebt. Und was einsamkeitsfördernd ist, ne? Wenn der Partner wegstirbt. Und ich glaube, da müsste man Modelle finden, und ich habe da auch keine Antwort darauf, aber Generationenwohnung ist eines davon. Ja? Es braucht mehr Sozialarbeit, um alte Menschen ein würdevolles Leben auch zu ermöglichen, weil das, was wir derzeit in unseren Altersheimen haben, ist manches Mal nicht sehr würdevoll, um das so zu sagen. Ja? Mhm. Frau Slablatnik, was ist das eine völlig abstruse Diskussion, die wir hier jetzt am Ende führen, aus Ihrer Sicht? Nein, das ist überhaupt nicht. Also ich meine, ich kann mich sehr schlecht in eine andere, also in eine andere Position jetzt hineinversetzen natürlich. Für mich ist Altwerden sehr, sehr, sehr weit weg. Ich darf Ihnen versichern, es kommt noch. Okay, ich warte drauf. Voll. Und ich glaube, ja, das ist auch auf jeden Fall ein Modell, was ich mir vorstellen kann. Jetzt aus der Sicht von einer jungen Person. Ich glaube, junge Leute suchen sich schon irgendwo den Raum. Junge Leute haben im besten Fall ihre Leute und wo sie hingehen. Ich glaube, dass das Problem ist, dass es einfach ein generationsüberschneidendes Problem ist und dass junge Leute meistens halt das Gefühl haben, von der älteren Generation eben nicht ernst genommen zu werden oder so irgendwas. Und ich glaube, wenn dieses Problem aufgehoben wäre, dann bräuchten wir diesen Raum gar nicht mehr. Weil wie gesagt, ich glaube, das ist keine Ortsfrage, das ist einfach eine zwischenmenschliche Frage. Und ich glaube, da stehen wir halt teilweise ziemlich ratlos da, weil wir das Gefühl haben, dass da halt mehr gegen uns kommt, als für uns kommt. Und das ist halt ein bisschen ironisch, gerade wenn es mehr Sozialarbeit braucht und wir diejenigen sind, die das ja für die nächsten Generationen übernehmen werden. Und da ist es eben schwer, wenn da so große Diskrepanzen zwischen Generationen gibt. Mhm. Frau Matthias-Bär, Ihre Antwort auf diese Frage und vielleicht noch eine ganz andere Frage. Wir haben eigentlich nur das Wort im Deutschen Einsamkeit, sowohl für das positive, kreative, schaffende Momentum, wie aber auch für das Leid, das damit zusammenhängt. Die englischsprachigen Menschen haben dafür Solitude und Loneliness. Loneliness, die irgendwie das Leid benennt. Ja, in Portugiesisch. Oder ist das? Woher, also hat das was, quasi die Chinesen, die Eskimos, angeblich Inuit, mit ihren unzähligen Begriffen für den Zustand gefrorenen Wassers, Sprache druckt schon auch etwas aus. Warum ist das im Deutschen so? Ja, also ich versuche jetzt einmal das mit der Sprache hinten an. Das Universitätsprofessoren für alles kompetent. Alles. Deswegen frage ich. Alles. Okay, alles gut. Gut, ich möchte mal vorher beginnen. Also ich glaube, jetzt einmal von den Generationen, weil wir jetzt sehr viel auch von den alten Menschen gesprochen haben. Ich glaube, dass bei jungen Menschen, glaube ich, ist tatsächlich wichtig in der Bildung, dass wir wieder diese Langeweile üben. Dass Langeweile ein Gut wird, dass etwas Gutes ist. Also, dass mir langweilig ist, ist ganz wichtig. Weil in der Langeweile bin ich wahrscheinlich ein bisschen einsam. In der Langeweile muss ich viel aushalten lernen. Und diese Langeweile gibt aber auch sehr viel Muße. Das fällt mir jetzt dazu ein. Also weniger das Consumer-Verhalten mit, ich spiele jetzt irgendwelche Computerspiele oder ich schaue, oder, sondern ich... Das ist ein Bildungsaspekt. Das ist ein ganz wesentlicher Bildungsaspekt. Genau. Das muss man lernen. Genau. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das können wir tun. Für junge Menschen, glaube ich, ist es so, also ich glaube, dass es diese Generationenkonflikte immer gab und geben wird. Und ich frage mich immer, warum wir Menschen so unfähig sind, evolutionsmäßig dazu zu lernen. Also eigentlich noch nicht genug Zeit ist. Naja, ich weiß nicht. Also ich meine, also ich muss ehrlich sagen, wir wissen ja auch zum Beispiel, dass kein Säugetier mit einem anderen Säugetier oder der gleichen Art so grausam, zumindest der gleichen Art so grausam umgeht, wie wir Menschen, die doch ein gewisses Hirn hätten, darüber nachzudenken. Das ist schon einmal etwas sehr Befremdliches für mich. Also das finde ich sehr eigenartig. Und
Und ich glaube, dieser Generationenkonflikt ist umgekehrt, sage ich jetzt mal so. Als junger Mensch denkt man sich oft, warum werde ich nicht ernst genommen? Als älterer Mensch denkt man sich vielleicht, warum ist meine Erfahrung nicht gefragt? Ja, weil man da ja eigentlich sich selber denkt, hätte ich das als junger Mensch gewusst, hätte ich ganz anders Dinge gelöst. Und ich glaube, das gibt es immer in jeder Generation und ich verstehe es nicht, warum es das gibt. Weil da haben wir eigentlich auch nichts dazu gelernt als Menschen. Ja? Also das, oder? Das ist irgendwie eigentlich eigenartig. Also das finde ich genauso eigenartig. Ich finde viele Dinge sehr eigenartig. Und in Bezug auf die Sprache, ich habe jetzt leider in keiner Sprache ein Wort parat, das mir die Kultur anders erschließt. Es gibt das manchmal in bestimmten Sprachen, wo man einen Zugang zu einem Gefühl anders ausdrückt. Also zum Beispiel im Portugiesischen gibt es so ein Wort, das heißt Saudade. Ich habe Sehnsucht. Und das hat schon auch ein bisschen was zu tun mit Einsamkeit. Ich bin allein, ich habe Sehnsucht nach der anderen Person. Und dieses Saudade ist vermutlich auch verwandt mit Saúde, das heißt so viel wie zum Wohl, Prost, Gesundheit. Also ist Gesundheit eigentlich mit dieser Sehnsucht nach dem Gegenüber assoziiert. Und das hat dann, um jetzt meiner Reputation Ihnen gegenüber gerecht zu werden, hat, glaube ich, vielleicht schon auch sehr viel, wo wir auch kulturell viel voneinander lernen können. Wie gehen andere Kulturen mit dieser Einsamkeit, mit dieser Sehnsucht um? Wie wird das gelebt? Also ich glaube, da haben wir in unserer westlichen Kultur haben wir schon einen ziemlichen Speed. Und vor Covid habe ich noch geträumt davon, dass es zum Beispiel nur eine Ausstellung pro Jahr gibt, auf die wir uns wirklich konzentrieren. Das wäre doch einmal wirklich ein revolutionäres Projekt. Eine Lesung, eine Ausstellung. Wollen Museumsmachern und Museumsmanagern albtraumhafte Nächte bescheren? Nein, das muss man dann, da muss man sich ein anderes, intelligentes Modell überlegen, wie damit umgegangen wird. Es kann ja auch andere Möglichkeiten geben, warum ich ins Museum gehe. Ich muss ja nicht immer die nächste Ausstellung und die nächste Ausstellung und die nächste Veranstaltung und die nächste Veranstaltung haben. Das wäre doch mal interessant als Experiment und dann kam Covid. Und dann war es ja tatsächlich so. Und wie ausgehungert waren doch alle Menschen, endlich wieder mal ins Theater gehen zu können, endlich wieder mal in eine Ausstellung gehen zu können. Und das hat etwas schon mit uns gemacht, glaube ich. Meine Damen und Herren, liebes Forum, ich hoffe, wir haben Ihnen keinen Moment der Einsamkeit beschert, wenn Sie uns zugehört haben, sondern im Gegenteil eine Quelle des Glücks. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen herzlichen Dank an Anita Eichinger, Ruth Matthäus-Bär, Cosima Sablatnik. Vielen herzlichen Dank unserem Gastgeber der Hauptbücherei Wien. Vielen herzlichen Dank der Social City Wien. Im Namen der Wiener Zeitung wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Alles Gute und hoffentlich freuen Sie sich auf die nächste Veranstaltung, die wir gemeinsam machen. Alles Liebe, alles Gute.